So, und da sind wir wieder bei Pokémon Schwarze Edition 2. Die hoffentlich letzte Aufnahmesession. Wir stehen in der Top 4 und müssen uns jetzt an diese Rematches wagen. Die ich persönlich glaube gar nicht so schlimm werden dürften eigentlich. Zumindest die Top 4 selber. Die sind levelmäßig nämlich noch eigentlich ziemlich machbar. Verglichen mit den Trainern, die wir davor gemacht haben, gerade die ganze Zeit. Eigentlich ein Witz. Problem wird halt in der Champ dann. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Ist ja klar, ne? So, Taktik, die ich vorhabe, habe ich ja im letzten Part ungefähr erklärt. Ich möchte mit Felix dann wirklich Stacheln auslegen und dann mit dem entsprechenden Pokémon durchsweepen. Ich frage mich noch gerade, wenn ich anfange. Das Schwierigste für mich dürfte eigentlich der Kampf-Heini werden. Also fange ich da mal an. Das sollte für mich das Schwierigste werden jetzt. Darum bin ich mal gespannt, was ich hier machen kann. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du erneut mit mir die Klingen zu kreuzen bereit bist. Ich glaube zutiefst an die Überlegenheit der Pokémon vom Typ Kampf. Auf dieser Welt ist kein Platz für schwache Zauderer, also obsiegt allein derjenige, welcher von einer starken Überzeugung geleitet wird. Und die Krönung aller Mühen ist letztendlich ein überlegener, ja ein vernichtender Sieg über den Gegner. Junger Trainer, mach dich bereit. So, Eugen. Bin ich mal gespannt. Ich werde wahrscheinlich jetzt nicht diesmal jedem, oder soll ich jedem einen Part spendieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß doch noch gar nicht, wie ich die Kämpfe gegen N gerade und gegen Cynthia geteilt habe. Weil, die habe ich noch nicht bearbeitet. Ich nehme gerade einfach noch den Rest auf, damit ich nicht durch bin. So, man sieht das Level des Gegners. Ist ein bisschen niedriger als der Rest, den wir bekämpft haben bis jetzt. Darum mache ich mir eigentlich keine großen Sorgen, dass ich hier Probleme haben sollte. Das war eine Step-Kraft-Koloss. Also, bitte. Wo muss ich jetzt Angst vor dem Kerl haben? Er kann nichts anderes machen, als Kraft-Koloss zu spammen. Das macht einfach immer weniger Schaden, je öfter er angreift. Also, ich habe natürlich... Es wäre natürlich schön, wenn Felix hier einiges reißen könnte. Aber ich denke, Martin kriegt auch seine Chance. Einfach noch an, was die Gegner für Attacken noch haben. Steigen kann zum Beispiel, aber das macht auch keinen Schaden mehr, außer es crittet mich. Also, der hat seinen Angriff gerade so sehr runtergehauen. Halbiert quasi. Also von daher, ja, er haut noch weiter runter. Also da muss ich langsam keine Angst mehr haben vor dem Ding. Wenn ich es jetzt nicht gleich sogar schon fliegen one-hitten kann. Weil es seine Verteidigung schon um 3 Stufen gesenkt hat. Aber ich meine, das Vieh ist ziemlich bulky, also von daher wird es wahrscheinlich trotzdem noch überleben. Oder auch nicht, okay. Meditalis. Müsst ihr ja auch hinkriegen können. Ich werde einfach fliegen, was das Zeug hält. Ich meine, die nehmen ja schon durch Stachler gut, ziemlich gut Schaden. Gibt mir natürlich einen kleinen Vorteil, schadensmäßig. Macht Homekick, los. Macht Homekick, macht Homekick. Wunderbar. Dann bringt sie das Ding auch schon halt selber um. Und stirbt jetzt sofort. Ich glaube, die haben jetzt auch 6 Pokémon alle, ne? Oder habe ich das gerade falsch im Kopf? Na, er hat jetzt auch 6 Pokémon, okay. Also wird in der Hinsicht ein bisschen interessanter. Aber ich denke, ansonsten... relativ unspektakulär, ob der Stärke der Gegner halt eben. So. Das Schöne ist, halt Turmkick machen, dann... helfen die mir ziemlich gut, sie zu besiegen, weil ich bin bei Felix Starke nicht so sicher, ob das reicht. Aber Felix tankt es halt ziemlich gut, das ist gut. So, Karadonis hat eigentlich Robustheit, aber der Stachler umgeht die Robustheit, sodass sie weg ist. Was natürlich ziemlich awesome ist, muss man sagen. Dass sie auf die Weise auch die auf Robustheit umgehen kann. Problem wird nur, wenn das Ding jetzt Fliegen überlebt... Und, ja, okay, jetzt denkst du an die Verteidigung, da wird es wahrscheinlich Fliegen nicht überleben. Ich würde sagen, wenn es Fliegen überlebt und dann die Top-Genesung kommt. Oh, du bist schneller! Damit habe ich es nicht gerechnet, obwohl eigentlich schon. Eigentlich habe ich schon damit gerechnet. Okay. Aber ist kein Problem. Alles bestens. Den Rest kann eigentlich Madin machen. Auch wenn ich da gerade nicht sicher bin. Ich brauche was Schnelles, das heißt, ich müsste Lara einsetzen. Oder ich setze Karo ein. Karo hält auf jeden Fall den Nahkampf aus.
Bei Martin bin ich mir erstaunlicherweise gar nicht sicher, ob es einen Nahkampf aushält. So blöd es klingen mag. Ich bin mir bei Martin nicht sicher. Aber Caro tankt dort gut weg. Und das Ding hat jetzt seine Verteidigung so sehr runtergehauen, dass es zwar ausreicht. So, das war Nummer, keine Ahnung, 4, ne? Jetzt kommt Meistergriff. Müsste ich schneller sein. Ist leider sein stärkstes Pokémon Level 74. Ja, die stärksten Pokémon von denen sind alle Level 74. Ist natürlich was ganz anderes als die bisherigen 78er und 77er höchsten. Du hast einen Citrobeere. Das erfreut mich eigentlich gerade sogar. Und du machst die langsamer. Das erfreut mich gerade noch mehr. Aber jetzt wird nämlich Martin definitiv schneller sein als Meistergriff. Aber das letzte Pokémon von dem weiß ich gerade nicht mehr. Die Pokémon, die er normalerweise hat, haben wir jetzt alle gesehen. Meistergriff, Wishu und Karadonis und Giotesto. Was war das letzte von ihm sein? Ich habe keine Ahnung. Lucario. Oh, okay. Dürfte auch speziell angreifen. Ist zumindest meine Hoffnung. Ja, gerade speziell, aber mit Spukball. Hm. Aber wunderbar getankt. Ah, du kriegst den Drop raus. Du, ach, du bist doch doof. Du bist doch blöd, Lucario. Das wird mich jetzt besiegen mit dem Spukball. Ist Lara schneller als Lucario? Der könnte Lucario auch aufheilen. Jetzt, ich wechsle zum Mona aus. Ich gehe davon aus, dass er Lucario aufheilt. Jawohl. Damn Predictions. Mensch, als wenn ich nur im Normalen auch so gut im Predicten wäre. So, Feuerzahn und die Sache sollte gegessen sein, weil Lucario wird Mona nicht one-hitten. Und damit soll die Sache... Ich merke gerade, jetzt erst den Wortwitz, ne? Damit soll die Sache gegessen sein. Ich mache Feuerzahn. Oh. Oh, wow. So, also man sieht schon, die Kämpfe sind ein bisschen leichter als die letzten. In der Pokémon-Liga warten noch weitere starke Trainer darauf, von dir zu einem Kampf herausgefordert zu werden. Nutze die Gelegenheit, die Bindung zu deinem Pokémon-Team zu stärken, indem ihr eure Kräfte im Kampf gegen andere Trainer vereint. So, das war eigentlich das Gadget, vor dem ich am meisten Angst hatte. So blöd klingt. So, wo sind meine Highlight-Items? Ich muss mein Team aufheilen. Lief so ganz gut eigentlich. Ich habe nur 2 Verluste. Bin ich mir zufrieden. So, dann nochmal schön alle aufheilen und dann können wir weitergehen. Das sind doch schöne letzte Kämpfe für dieses LP, ne? Weil Kämpfe, in denen ich auch mal zeigen kann, dass ich noch nicht ganz so blöd bin, wie ich aussehe. So, also was Pokémon-Kämpfe angeht. Weil ich mache manchmal komische Sachen. Die erwartet kein Mensch. Manchmal, ich glaub, manchmal geht das gut aus, aber häufig eigentlich nicht. Ich frage mich gerade, wenn ich Felix persönlich zum Angreifen nutze, warum gebe ich ihm dann eigentlich nicht Überreste? Ich könnte Pixie eigentlich auch die Überreste geben. Nee, Pixie braucht den Seitenschau. Braucht Pixie den Seitenschau? Ich gebe Felix erstmal die Überreste. Ja, machen wir so. Okay, dann gehen wir jetzt als nächstes. Geist und nicht Psycho, Geist und nicht Psycho. Ene, mene, mu, ene, mene, mu und raus bist du. Ene, mene, mu und raus bist du. Okay, wir gehen zu Unlicht. Ich weiß, dieser Abzählreim ist irgendwie ziemlich behindert, weil man kommt natürlich immer dann, wenn es eine Entscheidung zwischen zwei ist, immer der Rechte, der Gewinner. Also von daher, das ist ein bisschen dämlich. Da fängt mit Cleopatra an, ne? Das resistiere ich gut eigentlich.
Unser Leben, blablabla, bla bla, Spiel mit den Karten, die uns von einer höheren Gewalt zugeteilt wurden. Wie im Kartenspiel kommt es auch im wirklichen Leben darauf an, das Beste aus dem zu machen, was einem gegeben wurde, anstatt über sich über ein ungünstiges Blatt zu beschweren und mit dem Schicksal zu hadern. Dem Sieger gehört die Macht, dem Verlierer bleibt nichts. Doch gerade dies gibt uns das Gefühl, am Leben zu sein. Man kann sich auf der Dauer des LPs bzw. der Verzögerung denken, dass ich keinen Plan mehr habe, wie ich den gesprochen habe damals. Ja, hau dein Kleopatra raus, macht eh Mogulieb. Oh nein, wie unerwartet ein Mogulieb mit einem Normaljuwel. What? Es macht trotzdem nichts. So, genau das habe ich die Überreste mitgenommen. Weil Kleopatra wird meinem Felix so überhaupt nichts antun können. Ach du Scheiße. Okay, das ist Kacke. Okay. Ich leg weiter erst die drei Stacheln aus. Weil, wie gesagt, Kleopatra kann Felix nichts anhaben. Nix. Gar nichts. Selbst wenn es mit Nachthieb kritten sollte. Oder Eroas. Guck, das ist lachhaft. Das Vieh kann mir nichts anhaben. Das wär natürlich, ich würde natürlich jetzt gerne zu Lara wechseln. Aber da das Vieh Eroas kann, überlege ich mir das lieber zweimal. Weil das könnte ein bisschen wehtun für Lara, weil FIFA Schwäche Flug, kein Beutel. Ich wollte Stahlflügel machen. Jetzt wird mich angegriffen. Yay. Warum hat das Vieh keinen Nachthieb oder warum macht es Eroas? Frage ich mich gerade so. Nachthieb wäre doch stärker. Ich habe keine Ahnung. Es ist eine KI, die muss ich nicht verstehen. Warum ich nicht fliegen mache, ist einfach, fliegen ist mir zu riskant. Ich muss dafür zweimal die Verliebtsein-Abfrage passieren und das ist riskant. Auch wenn ich noch ziemlich Glück habe gerade. Anscheinend steht mein Vögelchen nicht so auf Katzen. Kann ich nicht verstehen. Ich mag Katzen. So, Hundemon. Das ist natürlich eine andere Nummer. Da schicke ich Mona ins Rennen. Monat mich Feuerfänger und ich glaube nicht, dass Hundemon irgendwas anderes Böses kann. Höchstens Finsteraura. Was mir Schaden machen könnte. Aber ich werde die Zeit nutzen und einfach mal schaufeln. Na, Knirscher, okay, ist ein physisches Hundemon. Macht auch nicht viel. Verhältnismäßig viel. Nicht viel, so. Und das wird auf jeden Fall, auf keinen Fall Schaufler überleben. So, also Hundemon ist auf jeden Fall ein Pokémon, was er nicht normalerweise hatte. Als nächstes kommt dann Irokex. Hat er normalerweise gehabt. Irokex, ich vergesse die Schwächen immer. War schwach gegen Kampf und gegen Flug. Da ich Kampf bedingt habe, werde ich wieder zu Felix wechseln. Das Schlimmste, was Irokex machen könnte, wäre Donnerschlag. Wobei ich nicht weiß, ob das überhaupt Donnerschlag lernen kann. Und wenn schon, wird es nicht dazu kommen. Nur ich bin mir ziemlich sicher, dass Irokex das... Ja, okay. Doch nicht überleben wird, weil es Turmkick macht. Ich wollte sagen, das wird garantiert Fliegen überleben. Aber hat sich mit dem Turmkick damit erledigt. Okay. Warum können die alle Turmkick? Die sind doch alle voll suizidgefährdet, oder? Rabigator. Karo. So muss ein Kampf laufen, ne? Ich komme gut durch. Das freut mich sehr gerade. Und zwar offensichtlich auch keine falsche... Ja, Bedroher, egal. Ich greife speziell an. Keine falsche Idee, Felix Überreste zu geben. Gegen die schwachen Angriffe, gerade eben von dem, Kleopatra, das war ja überhaupt nichts. Da haben die Überreste ja komplett weggeheilt. Also, das war ein Witz. Astro, du bist ein Witz. So, Rabigator ist weg. Was hat er noch gehabt? Der hat noch ein... Kramschiff hat er noch, okay. Das ist Flug. Da wechsle ich wieder zu Felix. Und dann hat er noch Cesurio. Gegen das Ding muss ich mit Mona wieder antreten. Ein spezielles Kramschiff. Das sehen wir auch nicht alle Tage. Und es kriegt den Turb raus. Egal. Sollte mir trotzdem nicht allzu gefährlich werden. Auch wenn es mich stört.
Das stört mich gerade richtig. Es ist ein spezielles Krampfschiff und kriegt dann noch den Spezial-Death-Drop raus. Ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. So was hofft man eigentlich nicht. Noch einmal! Ich wusste nicht, dass Krampfschiff Edelmut hat. hat's nicht, ich weiß, aber what the fuck, wie viel Glück kann man haben? Zweimal den Drop rauskriegen hintereinander. Ja, ich sage, es ist kein Crit, es ist nicht mehr Critten, jetzt nur Hexen. Also, irgendwie sowas muss es sein. Jetzt muss ich hoffen, dass Mono schneller ist. Als Tesorio sollte aber eigentlich der Fall sein. Nein, ist es nicht. Ärgerlich. Das erstaunt mich jetzt gerade, aber dann setze ich Karo ein. In der Hoffnung, dass Tesorio Karo nicht so stark belastet, aber ich meine, gut, ich habe sogar ein Erdbeben von Rabigato ausgehalten, ohne in den gelben Bereich zu kommen. Darum sollte die Vergeltung jetzt ausreichen. Das Ding hat eine vielfachschwäche Kampf. Also, alles easy. So, und das war der zweite. Astor besiegt. Yay. Auf dem großen Erdenrund gibt es sowohl schlechte Arten zu gewinnen, als auch gute Arten zu verlieren. Denn unser Leben entzieht sich jeder Form von Schwarz-Weiß-Malerei. Und genau das macht es so spannend und verzickt zugleich. Selbst im Münzwurf heißt es am Ende nicht zwangsläufig Kopf oder Zahl, denn manchmal zieht die Münze es vor, sich für keins von beiden zu entscheiden und auf ihrem schmalen Rand zu verweilen. Das ist aber sehr selten. Das ist sehr selten, dass das passiert. So. Nochmal aufheilen, damit wir dann direkt weitermachen können. Ich bin froh, dass ich gerade so gut durchkomme. Meine Pokémon leveln auch ein kleines bisschen hinterher. Das ist schön, das wird auch helfen gegen Lilia. Jetzt muss ich mir nur überlegen, gegen wen kämpfe ich jetzt? Ich muss mal einen neuen Abzählreim ausdenken. Weil irgendwie, hat der gerade Scheiße gebaut. Wenn ich das nochmal mache, dann kämpfe ich auf jeden Fall gegen Katlea. Und vielleicht fehlt ja irgendwie Ansage. Mal gucken, was habe ich denn? Ich habe keine Ahnung. Fuck it, ich gehe zu Katlea, so. Wobei ich gerade überlege. Ja, doch, Katlea. Wie ist die? Anissa wäre. Anissa ist zu leicht am Anfang. Weil das. Ihr Echner hat keine Chance gegen Felix. Sieh dich satt an meiner morgenfrischen Schönheit, die selbst Blumen vor Neid verwelken lässt. Aber lass dich anschauen, Trainer. Du scheinst mir mehr Stärke und Gutherzigkeit in deiner Person zu vereinen, als je zuvor. Mich, Katlea, verlangt jedoch nur nach einem, nämlich einem Gegner, der mich richtig fordert. Dann zeig mir jetzt alles, was in dir steckt. Das mache ich doch gerne, Katlea. Ich hoffe, du pennst im Kampf nicht ein. So, Madame, du fängst an mit Somnivora. Das kann ein Problem werden, wenn es sich zu sehr hoch boostet. Sag ich jetzt offen heraus, das kann ein Problem werden. Macht es aber nicht. Das ist gut. Ich mache nochmal Stachler, weil das Ding wird jetzt garantiert im nächsten Zug sich boosten wollen und dann Traumfresser. Gut, das ist eine andere Form von Boosten, die ich meinte, aber ist auch eine Form des Boostens. Eine Form, die mir gerade so gar nicht gefällt irgendwo. So, jetzt starte ich erstmal eine Runde. Jetzt macht es garantiert Traumfresser. Also mache ich eine Topgenesung auf Felix. Oder macht einen Ladestrahl, der wird mich allerdings besiegen. Genau. Und jetzt möchte ich hauptsächlich nur die dritte Ladung an Spikes rauslegen. Dann kann Felix ruhig sterben. So blöd klingt. Aber Felix ist mir in dem Kampf leider wirklich keine Hilfe. Problem ist nur, das hat sie jetzt zweimal geboostet. Genau, zweimal, sag ich ja. Habe ich was sehr Effektives gegen das Ding. Ich habe Lara.
Lara würde auch einen Ladestrahl resistieren. Die Frage ist nur, kann das Ding auf Psychokinese, weil das würde Lara nämlich überhaupt nicht aushalten. Also baller ich einfach drauf mit Kreuzschere und hoffe das Beste. Gena, das ist gut. Das freut mich sehr. Sie kann jetzt allerdings heilen. Tut's auch, okay. Ich hätte Schwert machen müssen, obwohl dann weiß ich auch noch nicht, ob das Ding jetzt Psychokinese als nächstes gemacht hätte. Vielleicht kriege ich einen Crit raus? Vielleicht? Bitte? Please? Ah, schade. Aber gut, kein Problem. Ich vertraue darauf, dass Lara es aushält, einen Angriff. Übrigens, Geheimplan. Lara sweept komplett durch hier. Okay, Traumfresser ist ihre Psychoattacke. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Das ist mein Plan, dass Lara durchsweept. Ja, und da kommt Symbol Lara, genau. Karo. Symbol Lara verfügt über Kosmikkraft, was mir persönlich gar nicht so sehr gefallen mag. Ob das Ding Elektroattacken hat, weiß ich gar nicht gerade. Naja, gut, wenn es euch hätte, wird es wahrscheinlich einsetzen. Das war fast exakt die Hälfte. Ich riskiere es mal, dass ich noch mit 1 KP überlebe oder so. 1 KP bitte, 1 KP bitte. Bitte, bitte, bitte. Na gut, dann nicht. Hätte klappen können. Gut, dann Christina. Hält ein bisschen mehr aus gegen das Vieh. Ein bisschen. Oh, du kriegst den Drop schon wieder raus. Ich könnte manchmal im Strahl kotzen, ne? Naja, gut. Wann habe ich mir diesen scheiß Spruch eigentlich angewöhnt, im Strahl kotzen? Ich habe keine Ahnung. Der Spruch ist voll dämlich überhaupt. Ich weiß es nicht. Galagladi, das ist jetzt ekelhaft. Felix ist tot. Martin wird nichts aushalten, weil das Ding garantiert Nachthieb beherrscht. Ich versuche trotzdem was rauszuhauen. Martin ist schneller als Galagladi. Erstaunt mich sehr. Erstaunt mich gerade sehr. Und überlebt das auch noch. Das Schweinchen steckt voller Überraschung. Das Schweinchen. Ach, ja. Komm, Hashtag 1 KP. Los. Ah, Mann. Das ist ärgerlich. Aber gut, wenn Martin schneller ist, dann ist Lara auf jeden Fall schneller. So einfach ist das. So, Cytomega. Wird Fokusstoß können. Ich mache Schwertanz. Ich rechne nicht mit einer Feuerattacke. Oder einer Flugattacke vor allem. Allerdings haut das Ding ziemlich guten Schaden raus. Nicht gut genug. Also eine Schwertanz geboostete Kreuzschere sollte reichen. Tut's auch. So, und ersetzt noch Morbites. Das ist schon das letzte? Weiß ich gerade gar nicht. Könnte das letzte sein. Oh nein, dass meine Wundersache schnüffelt. Wie gefährlich. Ja, da merke ich gerade, ich hätte eigentlich im Silberstaub geben können. Vielleicht hätte das dann auch gereicht, um Nivora zu besiegen. Naja, zu spät. Und ach du Scheiße, Metagross. Ich riskiere mal, ich bleib mal draußen. Ich will wissen, wie viel Schaden ich mache mit der Kreuzschere jetzt gegen Metagross. Es ist neutral. Es könnte reichen. Tut's aber nicht, aber es hat einen Citrobeere. Das ist sehr gut. Weil jetzt kann ich nämlich Mona rausholen. Mona sollte schneller sein als Metagross. Und es einfach totbeißen. Ich merke schon, Katlea ist irgendwie gefährlicher als Eugen.
Metagross ist schneller. Oh mein Gott. Mona. Jag mir nicht so einen Schrecken ein. Wow. Good job, Mona. Good job. Erdbeben von einem Metagross ausgehalten. Du bist echt super. Ich bin stolz darauf, Sprössling einer angesehenen Familie von Trainern zu sein. Aber das hat mir gegen dich nicht wirklich geholfen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich danach gesehnt habe, einem Trainer wie dir begegnen zu dürfen. Weiß ich auch nicht. Interessiert mich auch gar nicht. So, oh Gott, Mona, ey. Ich hab nicht gerechnet, dass du das überlebe, ey. Niemals im Leben. Wow. Okay. Ich möchte anmerken, ich habe nur 13 Top-Beleber. Die werde ich mir für den Kampf gegen Lilia aufheben. Ich habe die nicht gegen Ende genutzt, nein. Ich wollte sie alle für Lilia aufheben, weil ich denke, ich werde sie brauchen. Ich gehe wirklich fest davon aus, ich werde die Top-Beleber allesamt brauchen gegen Lilia. Vielleicht nicht allesamt, aber ein Teil, denke ich schon. Das Problem wird nämlich sein, dass sie mit Trikefalo anfängt. Und gegen das Vieh bin ich schon fast chancenlos. Die einzige Chance hat eigentlich Lara. Ich weiß nicht, ob Lara schneller ist. Problem ist, ich muss mir Felix Stacheln auslegen. Sonst habe ich keine Chance am Ende gegen Maxax. Ach, ich will auch mal Gedanken, ich weiß. Ich gehe einfach rüber zu Anissa. Und werde mal schauen, was die Geisterlady so kann.